Johann Hahn und seine Neun Branauer Musikanten haben solche Stücke bereits im Repertoire. Servus, Janusz, bist du gekommen? Ja. So, ich habe schon die Note dahergerichtet, die kannst du mitnehmen. Dann kannst du mit deiner Kapelle die Lieder und die Polka und Walzer und Ländler spielen, als die weitergehen. Dass man das immer hört von euch und so weiter, gell? Dankeschön. Also, nimmst du die Note, gell? Ich gebe dir sie. Fröhlich. So. Servus, Janusz. Dankeschön. Wiedersehen. Die Instrumente sind von Blech, gell? Und da haben die Schwaben gesagt, früher her, das ist Blechmusik. Aber da waren lauter Blech. Hat zwei kleine nette waren dabei, gell? Die sind von Holz, gell? Aber die anderen, die sind alle aus Blech. Die sind alles von Blech. Und da haben die gesagt, da nimm ich und ein Beispiel gesagt, das ist echte Blechmusik. Das hat euer Vater auch noch gesagt, gell? Ach, das Siegel, und er war sehr froh, als ich die Musik habe. Als ich da Kapellmeister war, gell, da war er sehr froh. War er auch ein Musikant, der Vater? Nein, nein. Der keine Musikant in der Familie. Da sind ich nur alleine. Und mein Enkel dort. Der macht es jetzt weiter. Und was für Instrumente könnt ihr spielen? Ich spiele mit der Basstrompete. Jetzt. Und spiele auch Klarinett und Saxophon und so, was halt fehlt. Was, halt was man gebraucht braucht. Was man braucht in der Musikkapelle noch, das gehe ich bei. Noch, das mache ich sehr. Und von wem habt ihr das gelernt? Ich war in der Bischbeglocke Pianistkapelle. Dort habe ich gelernt. Von Agota, Laszlo Agota. Und von dort sind ich weitergekommen. Zum Hornungsteffibatsche vom Beetsparrad. Dort habe ich gelernt, Trompete spielen. Und von dort bin ich noch in der Ötzaler Schipperiton in dieser Koma. Dort habe ich auch, dort habe ich Bassflügelhorn geblasen. Und dort, wie ich dort, und dort die Schule fertig war, noch bin ich zum Habichwatsche gekommen. In sehr langer Zeit. Und dort habe ich die Noten schreiben. Und wie man die Lieder muss schreiben auf Klarinette und auf Bass und auf Tenor und auf Flügelhorn, das habe ich noch von dem Habichwatsche gelernt. Und wer ist der Habich? Die Neutheimarscher Kapelle, was da in dem Bild drauf sind, das war meine so Kapelle, wo ich hätte gern hinsehen können, muss ich spielen. Und das war der Konrad Habich, hat er, gell? Konrad Habich. Ja, nicht der Freitag Konrad, der Konrad Habich. Konrad Habich. Und wann war das so ungefähr? Das war in 68er Jahre, war das. Schon zeitweil, gell? Schon lange Zeit. Die Heimascher Kapelle, die gibt es ja nicht mehr, oder? Nicht. Thank you.
Und von dort bin ich eingereckt. Dort bin ich hinkommen auf der Militärskapelle, der Sombartei, Feldjägerkapelle. Und noch, wenn ich dort habe abgerissen, noch bin ich daher gekommen auf Niemisch. In die Niemischer Kapelle. In die Niemischer Kapelle. Und gibt es heim die Niemischer Kapelle? Nein. Nein. Aber früher war das eine große Kapelle. Das war eine große Kapelle. Viele Leute. Wir sind ja hart viel Spiele gegangen. Das war ganz schlecht. Das war eine gute Kapelle. In 73er Jahren habe ich abgerissen und noch war das bis 77er Jahren. Und wer war der Kapellmeister? Ich. Ja? Ich. Und von den Juschka-Watsche habe ich das übernommen. Er hat aufgehalten. Wer ist so. Früher war er? Ja. Albert, oder wie? Josef Albert. Und von dort sind die Noten her, gell? Er hat die Stücke geschrieben, ja. oder Nicht geschrieben, gesammelt. Mhm. Gesammelt. Und von wo? Hat von Zeig, von Bauwarts und so. Von alten Schwaben, von alten Kapellmeistern? Ich denke schon, von der alten Kapellmeister, Josef Out und so weiter. Was ich noch, der Zinnermischkowatschi von Niemisch her, 1800 Jahre da, habe ich noch da gegeben in Johann. Sind da auch viele die rote Pechle, Polka, das ist ein schönes Stück, gell? Das ist aber schon eine Handschrift, gell? Das ist meine Handschrift, weil die Note, was ich so zum Hang habe, das habe ich zurückgegeben in Joschkowatschi. Wusste schon, was das sind, war er stammt von Zauber. Die Noten muss ich dort sein, die alten Noten, wenn sie noch sind. Ich habe die abgeschrieben, da sind sie noch. Ja, ja. Weil ich habe die alle abgeschrieben. Wie viele können da drin sein? Wie viele Stücke? Da drin sind so 30 Polka. Und noch sind die Länder und Walzer, die sind drei Viertel. Die sind so geschrieben, das sind auch so 30 Stücke. Und die andere Hälfte, die ich Ihnen schon gebe, da sind auch so viel drin. Wann habt ihr das Musizieren gelernt und von wem? 1955. Da in Niemisch? Da in Niemisch. Der Albert war unser Meister. Der Albert Josef von Saver. Da war eine Niemische Kapelle. Und da haben 5, 6 Mann gefehlt. Und die, was gefehlt haben, haben wir müssen lernen. Ich habe das Klarinett, B-Klarinett spielen. Der Albert hat gesagt, na, du musst du was spielen. Hat noch nichts gemacht. Ja, und das habt ihr gespielt? Ja. Die ganze Zeit noch? Die ganze Zeit. Und dann haben sie mich, bis so weit war, haben sie mich bei den Trommel beigestummt. Und ich habe nicht gemacht, was die anderen nicht gewählt haben. Und könnt ihr auch Noten schreiben und Noten lesen? Schreiben, das habe ich nicht gemacht, das hat immer der Albert gemacht. Aber die Noten lesen, das die geht? Das, ja, das, oh, das geht nicht. Schon, gell? Der hat uns nicht lassen, ohne Noten spielen. Der Blasmusik nur mit Noten. Und nichts auswendig. Und wie viele Stücke habt ihr im Repertoire? Ich weiß nicht, aber ich denke so über 200, 300 drin. Ja, das war lauter so schwäbische Musik. Lauter, auch noch später ist das schon ungarisch auch gegangen. Aber Deutsche, Deutsche die mehr, was war die mehr das? Walzer, Polka, was war das? Mazurka, Ländler, Polka, Fuchs, die sind alle gegangen. Später sind schon die Tango gekommen. Das war schon moderner, das gell? War schon das moderner. War nicht die schwäbische Blechmusik. Ah, wir haben ja so schwäbisch gemacht. Ja? Ah ja. Musik
Wie alt kann das sein? Das ist schon 200 Jahre alt. Das Sieger. Und von wo sind die Noten? Die Noten, die sind, ich sag doch, die Mehrheit, die muss von alter Zinsen sein. Und die waren so zusammengebogen, wie sie jetzt sind. Da habe ich genauso von Hans Schäfer, der ist gestorben. Und dort waren die alle am Boden drauf. Und auch wieder gebaut ist worden. Wie die Teiger sind draufgenommen. Wieder anders gemacht, dann kommt man das Seifung. Wer war der Musikant? Zinner? Der Altzinner. Mhm. Der war ein Niemescher Musikant. Ein Niemescher. Da waren zwei Kapellen, Selmost, und der war Kapellmeister. Und der alte Ambros Müller. Das war die andere Kapelle. Das war die andere Kapelle. Und wann war das so ungefähr? 1800 und noch was? 1800, oder? 900, die ersten Jahre. Hat das jemand gewusst, dass die dort auf dem Boden sind? Das hat kein Mensch nicht gewusst. Und das, was er jetzt hier hat? Das war meine Frau, ihren Opa. Mhm. Der war der Musikant? Der war der Musikant und der hat in der Ambros Müller Kapelle gespielt. Hat jetzt als Alminante Kansas-Sticker sind. Als jede Stimme ist, das weiß man. So, noch weiß man, wann man auseinanderreisen. Was kann man damit machen? Nichts, oder? Nichts? Doch. Mit dem haben wir schon gemacht. Ja, muss man neu bearbeiten. Wenn wir Männerpaar gespielt haben, doch waren die froh, wenn der Strom ist weggegangen. Dann haben sie schön jetzt zusammengehoben bei mir und weitergespielt. Aber jetzt, wo der Strom weg ist, dann ist die Musik aus. Ja. Das ist die Problem. Gibt noch. So ja, bei Ihnen nicht. Bei Ihnen nicht. Das ist, wenn man Blasmusik macht. Es gibt noch ein paar Blasmusikkapellen, nicht? Was wird jetzt mit diesen Noten? Wird das weitergeführt oder nicht? Ja, das macht es. Mache ich, wenn ich Zeit habe. Das braucht viel, viel Zeit. Muss ich die alten Stücke, alte Klarinettenstimme, Bassstimme, alles noch suchen oder finden, dann geht es leichter. Und wenn das nicht da ist, dann schreibt man dazu? Ja. Man komponiert dazu? Kann man, aber das ist viel, viel Arbeit. Mhm. Ja. Also es ist nicht einfach. Aber es lohnt sich, sonst stirbt die schwäbische Musik aus. Aber nicht wegschmeißen, oder? Nein. Wegschmeißt du mich nicht. Wir nicht, Musiker nicht, aber die anderen... Wenn jetzt jemand das wegschmeißt, hat das dann nicht mehr dabei. Én az előző 30 évben nem láttam, hogy partitúra szerűen minden egyes szólam föl van írva, ilyet én nem láttam még sehol. Uh-huh. Tehát ez itt a környéken... Hát ő tanult zenész volt nyilván. Ennyi. Tehát ő tudta, hogy ez musz, mert szó már. Ja. Igen. De nem biztos, hogy karmester volt, csak ő neki szerintem ezeket másolnia kellett. Und wer war der Fischer Peter? Fischer? Mein Tante, Mann, sein Vater. Vater. In den 1920er Jahren, ja? Kann der das hat sein? Das geschrieben, habe ich gesehen. Also dann, und ein Militärmusikant. Also das sind Militärmusiknoten. Von wo sind die? Meine Tante ist gestorben und von der ist das blieben alles. Und wo war es? Sie war es auf dem Dachboden, oder? Ja, sie war extra in einem Zimmer. Dort, meine Schwester hat alles ausgeräumt, wann ist sie gestorben und das habe ich geholt von dort. So, das kann man noch benutzen vielleicht. Alte Harmonie war auch und... Instrumente waren auch? Ja. Und dort auch musizieren? Nein? Nein, ich nicht. Ich höre nur gerne zu. Nur gerne die Musik. Aber das ist doch ein wichtiges Familienerbe, oder? Ja. Für mich nicht, aber für Janus ist
für die Musikanten. Ja. Ja.